Hey Freunde und willkommen zu einer neuen Challenge von mir, Stolli. Das ist jetzt gefühlt schon die 50. Aufnahme, aber wirklich. Zuerst wollte ich eine Try Not to Laugh Challenge machen, dann wollte ich eine YouTuber die Begrüßungen der YouTuber nachstellen. Dann wollte ich ein Quiz auf Teste dich einfach nur machen. Jetzt ist mir einfach irgendwas Sinnloses eingefallen. Und zwar war das nämlich eigentlich die Bestrafung für die Try Not to Laugh Challenge. Und zwar immer, wenn ich stark gelacht hätte, hätte ich eigentlich Brathähnchensalz, das eigentlich ganz normales Salz ist, in dieses Wasser. Wie hab ich das gerade gesagt? Wasser. In dieses Wasser hier reinmachen müssen. Und deshalb habe ich mir jetzt einfach gedacht, wir machen immer mehr Salz da rein. Und irgendwann haben wir entweder die Challenge verloren oder wir haben sie gewonnen. Wenn das Wasser leer ist und ich darf immer nur kleine Schlückchen nehmen. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal ganz wenig. Natürlich auch so, dass man es sehen kann. Ja, damit ich nicht schummle. Also ich würde jetzt erstmal sagen, das ist eigentlich eine sinnlose Challenge, aber dass sie überhaupt irgendeinen Sinn hat. Eigentlich hat kein einziges Video auf meinem Kanal einen Sinn. Aber na gut, vielleicht freut euch das ja, wenn ich sowas trinken muss. Ganz kleines Glück. Noch merkt man keinen großen Unterschied eigentlich, ja? Wir machen noch mehr rein. Wieso mache ich das hier überhaupt? Okay, natürlich muss man warten. Das hängt ja alles da unten fest jetzt. Habe ich nicht irgendwo einen Löffel hier oder so? Oder da mit so einem Stift. War da irgendein Stift? Der hier. Kann man das so umrühren? So. Also. Oh, der Schwecker. Also ich glaube, ich habe schon definitiv zu viel reingemacht. Das schmeckt ja jetzt schon total salzig. Und ich guck mal, wie viel ich hier noch habe. Aber Freunde, ihr wisst es, wir dürfen nur ganz kleine Schlücke nehmen. Und vor allem, wir müssen, das ist wirklich die Challenge, wir müssen jetzt warten, bis dieses Glas hier leer ist. Das heißt, noch ein bisschen rein. Okay. Wieso mache ich das überhaupt? Das schmeckt ja, wisst ihr, das schmeckt nicht mal nach Salz. Das ist einfach nur, das ist so Salz, so kann ich essen, kann ich natürlich auch. Ich bin 100 mal besser auf jeden Fall als das. Probiert's wirklich nicht selbst aus. Probiert's einfach nicht selbst aus. Okay, noch ein bisschen rein. Ich darf auch nichts essen oder so. Das kann doch gar nicht so gesund sein. Wir müssen größere Schlücke nehmen, dann ist es schneller leer. Ey, ich kann das nicht. Aber ich will die Challenge gewinnen. Denn, achso, ihr könnt mir natürlich eine Bestrafung in die Kommentare schreiben. Wenn keine Bestrafung ankommt, dann das ist auch gut so. Da habe ich das zwar hier alles umsonst gemacht. Aber, Freunde, ich werde diese Challenge, ich werde sie gewinnen. Und falls ihr mir nicht glaubt, dass das so ekelhaft schmeckt, dann probiert es aus. Ich würde es eigentlich keinem raten, aber wer es mir nicht glaubt, soll es selbst ausprobieren, ja? Nehmt normales Salz, das ist kein Brathähnchensalz, nein, das hier ist normales Sprudel, Mineralwasser. Okay, ah, ich habe doch schon reingemacht. Nee, habe ich nicht. Ach, nee, das wird immer schlimmer. Ah, ich kotze ja gleich schon. Ah. Nee, ich glaube, ich kann das nicht mehr weitermachen. Bah. Wer hat sich die Challenge hier nur ausgedacht? Okay.
Nein! Jetzt ist der Deckel davon ab. Ganz sicher nicht, ganz sicher nicht. Ja, okay, ich denk wirklich, ich werde das jetzt. Okay, ich glaube, das reicht jetzt mit dem Salz, ja? Jetzt bin ich in den Stift gekommen. Ich trinke das jetzt noch einmal, ja? Ich bin nur schon mit der Zunge vorne reingegangen. Nee, Freunde. Also, nee. Freunde, ich habe die Challenge verloren. Das war's eigentlich. Gott sei Dank musste ich eigentlich. Schreibt eine Bestrafung in die Schreibung. Schreibt eine Bestrafung in die Kommentare. Ich muss jetzt erstmal auf Klo kurz, ja, ich bin auch gleich wieder da. Ich muss dann erstmal was essen, muss was anderes trinken und am besten lege ich mich schon gleich ins Bett und stehe erst gar nicht mehr auf. Ja, wenn ihr gefallen habt. Tschüss, Alter, nee. Komm noch einmal. Ey, guck, ey, das war vorhin so voll erst. Ich kann es einfach so auskippen. Tschüss.